Ecco. Willkommen zurück. Wir stehen jetzt hier mit The Black Orchids at the King's Window. Grüß dich. Hi. Hallo. Hi. Ihr habt ja einen gescheit langen Bandnamen. Ich weiß, die Frage kam bestimmt schon 100 Mal, aber wie seid ihr darauf gekommen und was bedeutet der? Das sind wie viel? 4 unserer Lieblingsbands. Okay. Eben. Genau. Und es sind eigentlich Gegenteile sozusagen. Ja, also Black steht für Jack White, Orchids steht für Guns N' Roses. Guns N' Roses, weil Sammlungen sind. Schleichwerbung. Kings steht für Queen und Window für The Doors. Okay. Also das war unsere Überlegung dabei. Wie kommt Slash in die Runde? mit Guns N' Roses. Ah, das gehört so zusammen. Ja, natürlich. Ja, richtig. Sonst wird es ein wenig gar lang, wenn wir da jetzt alle. So, ihr besteht ja nur aus Schlagzeug und Gitarre. Wie kommt das zusammen? Ja, eigentlich Inkompetenz oder nicht vorhanden sein der anderen Musiker. Ja, wir kommen aus einer relativ kleinen Stadt und da ist halt die Begeisterung für Rockmusik nicht so gegeben. Okay. Und wir waren schon auf der Suche, aber haben uns dann irgendwann entschieden, dass wir zu zweit bleiben und so okay. Ist es halt jetzt. Ist es schwierig für euch auf der Bühne? Wir sind es nicht anders gewohnt, also wir haben jetzt vorher noch nicht in andere Bands gespielt, insofern ist es... Wobei es ist halt ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel, wenn wir zwei Gitarristen haben, okay, kann der eine verkacken und der andere spielt halt weiter. Aber wenn halt der Nikolas wirklich verkackt, dann ist es halt ja... Aber es passiert eh fast nicht. Also. Ja, klar. Ja, jetzt ist es ja ein Band-Contest heute. Seid ihr schon gescheit aufgeregt deswegen oder seid ihr noch relativ cool und denkt so, hey, das wird schon werden? Also... Bei mir hält es sich da wenig Grenzen, aber die Aufregung wird schon kommen. Also. Ja. Okay. Aber wir sind froh, dass unsere Eltern da sind, weil nämlich dann gibt es zumindest 4 Leute, die sagen, es war großartig. Genau. Am Ende des Tages. Ja. Familiäre Unterstützung ist auch immer wichtig, ja, finde ich. Und stimmt. Wir wünschen euch alles Gute, viel Erfolg. Viel Erfolg. Danke. Und vielen Dank für das Interview. Danke schön. Und ihr werdet jetzt mal sehen, was die Jungs so auf der Bühne angestellt haben. Genau. Okay. Don't rob yourself, I'm gonna let it go.
Und das nächste Lied, das wir spielen, haben wir noch nie live gespielt. Also es ist ganz neu. Und es heißt Afterlife. Yeah.
wird Past Temptation. Wir haben noch eine Premiere für euch. Und das nächste Lied heißt Rising Aggression. We'll be right back.
bei unserem letzten Lied angelangt sind, wo natürlich die eingefleischten Fans schon wissen, dass sie mitklatschen müssen. Und ja, es heißt Riders of Apocalypse und hat uns gefreut, dass wir da sein dürfen. Es war richtig geil mit euch. Dark clouds in the sky.
Today is the end of the world. The last time we spent together. The earth was our world. But now it is over forever. It doesn't matter if you're young or old. Our time has come by now. We can't forget about the world we've been told. It's the time for all the thousand year old power. Cause we're the right.